Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Phoenix A320 Tutorial-Reihe mit unserem Beispielflug von Zürich nach Leipzig. Im letzten Teil haben wir uns ganz ausführlich angeguckt, wie wir unser Flugzeug vorbereiten, wie wir die wichtigsten Daten eingeben können, wie wir unser Boarding machen und so weiter. Und jetzt sind wir quasi ready für unseren Pushback. Davor müssen wir noch ein Briefing machen und dafür hüpfen wir direkt mal wieder zurück ins Cockpit. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben, schaut unbedingt in der Infokarte vorbei. Dort zeige ich euch nämlich, wie ihr das Ganze vorbereitet, dass ihr an den Punkt kommt, wo wir jetzt weitermachen. Und dann pausiert das Video, guckt erst das andere vorher und dann kommt wieder hierher zurück. Willkommen zurück im Flight Deck. Wir haben also jetzt alle wichtigen Informationen eingegeben. Unser QNH haben wir schon eingedreht. Ansonsten brauchen wir hier noch den Initial Climb. Den findet ihr in den Karten. 5000 Fuß können wir schon mal eindrehen. Hier wollen wir die Constraints gerne sehen. Und dann machen wir jetzt ein kurzes Briefing, dann zeige ich euch einmal, was wir gleich vorhaben. Wir sitzen an Bord der Delta Alpha Bravo November Victor, ein A320 der Air Berlin. Technisch ist mit dem Flugzeug alles okay, sowohl das Wetter als auch die NOTAMs für Zürich, den Flug und auch für Leipzig haben wir gecheckt. Das ist alles okay und wir fliegen jetzt gleich gemeinsam von Zürich nach Leipzig. Unser Alternate heute Dresden, wir fliegen als Air Berlin 2 Alpha Charlie, Kostenindex ist 30 und wir steigen auf Flight Level 370. Für den Flug getankt haben wir 5,4 Tonnen Sprit, das war auch das, was wir bestellt haben und das ist symmetrisch auf beide Seiten der Tragflächen verteilt. Zum Takeoff wiegen wir angesprochen knapp 64 Tonnen, kommt dann noch der Taxifuel oben drauf, je nachdem wie viel wir verbrennen, also knapp über 64 Tonnen werden wir zum Takeoff wiegen und haben ein aktuelles Extra von 0,4 Tonnen dabei. Die Performance haben wir entsprechend gerechnet für die Runway 32. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen, aber wir haben trotzdem mit einer nassen Bahn gerechnet und entsprechend ist es ein Takeoff mit Klappen 1, einer leichten Nose-Down-Trimmung von 0,4, mit einer Flex-Temperature von 66 Grad starten wir und unsere Takeoff-Speeds sind 127 Knoten, 140 Knoten und 143 Knoten. Dann machen wir ein Noise Abatement Departure Procedure, wie es hier in Zürich vorgeschrieben ist, haben eine Clean Speed von 213 Knoten, wollen wir also ohne Klappen fliegen, müssen wir mindestens mit 213 Knoten unterwegs sein und unsere Transition Altitude ist auf 7000 Fuß. In Case of Engine Failure haben wir gesagt, wollen wir die Acceleration auf 3000 Fuß machen, geradeaus 3 Meilen Knoten VOA fliegen, gehen dann aufs Radial 335 von Knoten bis 6,5 Meilen und gehen dann rechts herum ins Zürich VOA zum Holden und das Ganze wie gesagt mit der Engine Out Acceleration von 3000 Fuß. Ansonsten, wenn uns nichts ausfällt, dann fliegen wir wie geplant in Zürich auf der Runway 32, die Degis 5 Lima Departure. Die Degis 5 Lima ist eine reine ANAV Departure, das heißt, wir können die rein mit Punkten, die wir in unserem FMS hinterlegt haben, abfliegen. In unserem Fall geht die Departure auf dem Track 314 geradeaus bis 810 Fuß or above. Dann geht's auf den Track 327 nach Zulu Hotel 580. Das ist ein Overfly Waypoint, deswegen ist er so unterstrichen. Das Ganze mit maximal 210 Knoten. Dann geht's in eine Linkskurve auf Track 214 nach Zulu Hotel 569er. Auch das Ganze ein Overfly Waypoint mit maximal 210 Knoten nach Zulu Hotel 568, 501 und dann über Momol, Kolul, Zulu Hotel 504, 525 nach Degis. Hier seht ihr nochmal die Beschränkungen, also Zulu Hotel 580 Minimum 3500 Fuß, Zulu Hotel 568 Minimum 5000 Feet und Momol Minimum Flight Level 80. Unser Initial Climb 5000 Fuß und hier unten steht noch If unable to comply with all restrictions at Zulu Hotel 568 or Momol, advise delivery upon startup. In unserem Fall ist das aber kein Problem, wir haben unsere Performance ja entsprechend gerechnet, das passt also. Wir haben einen Climb Gradient vorgegeben von 5,6% bis 3100 Fuß. Hier oben sehen wir in der Tabelle 5,6%. Wir fliegen ja in dem Moment noch mit unserem Noise Abatement Procedure, fliegen also sicherlich nicht schneller als 150 Knoten. Das würde also eine Vertical Speed von 900 Fuß pro Minute bedeuten. Schaffen wir ohne einen Triebwerksausfall natürlich selbstverständlich problemlos. Sollte uns ein Triebwerk ausfallen, dann natürlich nicht mehr. Aber dann haben wir auch ein anderes Procedure, das wir abfliegen. Ansonsten sehen wir hier noch 4 Remarks, die finden wir dann, wenn wir hier runter scrollen. Und zwar Remark 1 ist for 4 Engine Aircraft only, betrifft uns nicht, können wir also direkt überspringen. Speed Restrictions for Turns must be adhered to during the event even after a Direct 2 Clearance, bedeutet also selbst wenn wir ein Direct 2 bekommen, müssen wir unsere 210 Knoten oder wie viele es auch immer dann gerade sind, weiterhin einhalten. Außerdem haben wir Close and Obstacles, Ride Up Track of 1580 Feet shortly after the end of Runway 32.
Und unser viertes Remark ist Average Climb Gradient to Reach Zulu Hotel 580 at 3500 Feet ist 14.6%. Das ist relativ zügig, aber wir machen ja ein NRDP-Procedure, bei dem wir eh nicht vor 3500 Fuß akzelerieren, sollte also kein Problem sein. Wir können uns das Ganze nochmal auf einer Karte angucken, dann seht ihr das Ganze nochmal, wie das hier aussehen soll. Wir fliegen also hier raus, dann geht es in diese Linkskurve über die Wegpunkte mit Momol, Kolul und so weiter hier rüber nach Degis. Ansonsten ist es ein ANAV 1 GNSS, also ein Global Navigation Satellite System or DME. DME IRU is required. Unknown VFR activity to be expected outside of Zurich controlled airspace. Wir sollten die ganze Zeit im kontrollierten Airspace bleiben. Dennoch halten wir unsere Augen offen. Hier steht nochmal das mit den Speed Restrictions und for routing after Vibit to Gerza Sea Transitions. Wir fliegen aber eine Degis Departure, betrifft uns also auch nicht. Zum Taxi, wir stehen hier unten am Gate Alpha 11, machen gleich unseren Pushback Facing East auf den Inner Taxiway und rollen dann über Inner and Kilo zur Runway 28. Die überqueren wir dann einmal und rollen über Kilo zum Holding Point für die Runway 32. Wenn wir von Hotel 3 aus dann starten, dann haben wir die volle Startbahn zur Verfügung. 3300 Meter ist die Bahn lang, 60 Meter breit, reicht also vollkommen aus. Und die Bahn könnte eventuell ein bisschen nass sein, wir haben sie aber auch mit nass gerechnet. Und der Takeoff bei so einer langen Bahn, trotz des etwas widrigen Wetters hier, durchaus unkritisch. Wir können jederzeit den Start bis V1 abbrechen. Also solange wir noch unter V1 sind, haben wir die Möglichkeit hier noch anzuhalten. Und sollten wir das nicht mehr können, dann haben wir wie gesagt schon unser Engine-Out-Briefing erledigt. Das Terrain rund um Zürich sollte man sich ja auch einmal vergewissern, dass man das im Blick hat. Also hier alles südlich und südöstlich vom Airport ist relativ hoch. Ihr seht hier eine Grid Altitude von etwas über 11.000 Fuß. Da bleiben wir also, sollte irgendwas sein, nach Möglichkeit von fern. Und hier Richtung Norden bzw. Richtung Nordosten schaut es da deutlich besser aus mit einer MSA von 4.500 bzw. einer Grid hier oben von 4.700. Da sind wir also überall auf 5.000 Fuß safe unterwegs. Ansonsten haben wir uns auf unserer Radnav-Page noch einmal das Kloten-VOR gehardtuned. Ansonsten ist es ja eine ANAV-Departure, wir brauchen also nichts hinterlegen. Wir können uns auch einmal für den Falle, dass wir wirklich nach Zürich zurück müssten, hier einmal die Runway 34, auf der wir landen möchten, eingeben. Und dann können wir nämlich immer hier auf einen Blick sehen, wie weit wir noch aktuell von ihr entfernt sind. Damit haben wir unsere Flugvorbereitung abgeschlossen. Wir können jetzt hier ins Overhead gehen, einmal unsere Fuel Pumps einschalten. Einmal alle weißen Lichter auswachen. Wir schalten auch immer die Center Pumps mit an, auch wenn da kein Sprit drinnen ist. Dann können wir nämlich jetzt auch unsere APU anmachen. Und dazu drücken wir hier einmal auf den Master Switch, warten 3 Sekunden und drücken dann hier auf den Starter. Da seht ihr es, unsere EGT steigt an, unsere APU fährt also langsam hoch. Die Flap, die Klappe, die entsprechende, ist geöffnet. Und sobald die APU dann hochgefahren ist, kann der APU Generator übernehmen und damit ist dann unser Strom nicht mehr abhängig von der GPU, die wir draußen haben, sondern wir können durch unsere APU den Flieger entsprechend versorgen. Währenddessen können wir uns einmal darum kümmern, dass unser Flugzeug frei von allen anderen Sachen ist. Die Jetway geht automatisch weg. Wenn wir confirmed haben, dass unsere Parkbremse gesetzt ist, die finden wir hier unten, dann können wir auch einmal die Chocks entfernen und mit der GPU warten wir noch so lange, bis wir unsere APU am Start haben. Ansonsten können wir bei MyFlights einmal gucken. Wir sind aktuell schon 8 Minuten zu spät. Wir sollten also mal gucken, dass wir langsam off-block gehen. Damit wir unsere VORs hier unten noch angezeigt bekommen, müssen wir das natürlich hier noch jeweils einstellen. Und wenn die APU dann dort ist, dann sollte die APU-Seite hier unten wieder verschwinden. Wir konfirmen das nochmal. Hier oben steht APU available. Das heißt, wir können die APU Bleed dazu nehmen, die External Power abschalten und dann hier auch unsere Ground Power Unit entfernen. Dann sehen wir, wir haben wieder eine Company Message. Das sollte jetzt unser Final Load Sheet sein. Dort können wir jetzt auf jeden Fall nochmal reingucken, beziehungsweise wir müssen auf jeden Fall nochmal reingucken, um uns zu vergewissern, dass die Gewichte, die wir jetzt hier eingegeben haben und mit denen wir gerechnet haben, auch wirklich übereinstimmen mit denen, die wir tatsächlich haben. Unser Zero Fuel Weight 58,7. Wir hatten den Wert aufgerundet, deswegen haben wir 58,8. Das passt. Wir haben 157 Passagiere geplant plus 4. Das sind also 4 Infants, die ja nicht als eigene Passagiere gerechnet werden, weil sie keinen eigenen Sitz benötigen. Und ansonsten ist unser Mach Zero Fuel Weight bei 31,0. Wir hatten 31,6 eingegeben. Das müssen wir also noch einmal anpassen. Wenn wir den hinteren Wert nur ändern wollen, geben wir einmal den Backslash ein und dann weiß der Flieger, okay, man möchte den hinteren Wert ändern. Und dann geben wir hier die 31 einmal ein. Und wichtig ist es natürlich auch noch einmal zu bestätigen, dass das entsprechend bei unserer Takeoff-Performance keinen Unterschied macht. Dafür können wir das Final Load Sheet nochmal synchronisieren. Ihr seht dann auch, die Gewichte werden automatisch angepasst. Drücken wir nochmal auf Calculate.
Und dann sehen wir, jetzt haben wir 123, 136, 140, also leicht verändert. Und wir müssen also jetzt unsere Performance noch einmal ändern. Das waren die Werte, die wir vorher drin hatten. Die passen wir jetzt noch einmal auf die neuen Werte an. Die V1 123, die VR 136 und die V2 140 Knoten. Die Trimmung hat sich auch leicht verändert. Wir haben jetzt eine 0.2-Down-Trimmung. Die passen wir noch einmal an. Und die Flex-Temperature nach wie vor bei 66 Grad. Ansonsten passt alles mit dem Loadsheet. Wir gucken nochmal, dass wir keine Seite übersehen haben. Das war das Ende. Dann akzeptieren wir auch dieses Loadsheet einmal. Und dann können wir uns endlich auf den Weg machen. Hier auf der rechten Seite öffne ich mir einmal die Flightplan-Page. Und auf meiner Seite die Performance-Page. Dann lasst uns die Before-Start-Checklist lesen. Before-Start, Gear-Pins and Covers. Das wäre was man beim Outside-Check kontrolliert hat. Die sind aber in unserem Fall removed. Signs. Können wir hier unten auch ablesen, sind auf On and Auto. ADIRS, unser Air Data Inertial Reference System. Die Systeme sind alle drei auf NAV und haben eine Genauigkeit von 0,2 Meilen. Fuel Quantity. 5390 Kilograms. Altimeters. 1012. 1420 Feet. Down to the line. Dann gucken wir einmal, dass unsere Cockpit-Türe zu ist und dann können wir schon mal den Pushback-Fahrer anfordern. Ich mache das Ganze über das Pushback-Toolbar-Tool hier. Bei manchen Leuten sorgt das aktuell noch für Bugs, bei mir funktioniert es wunderbar und ich nutze das am liebsten für meine Pushbacks, weil man halt einfach schon vorplanen kann, wo man sich gerne hinstellen möchte und dann läuft der ganze Pushback autonom ab. In unserem Fall haben wir gesagt Facing East, also die Nase jetzt, wenn wir in die Richtung gucken, nach links. Hier wollen wir uns gerne abstellen, dann drücken wir Enter. Und wenn wir dann Request Pushback drücken, sollte der Kollege sich dann hier verbinden und wir hören ihn auch schon auf dem Ohr. Dann gucken wir noch einmal in unserem Phoenix Tool, dass wir nichts mehr am Flieger dran haben, zum Beispiel unsere GPU. Die haben wir schon entfernt, das passt. Und dann können wir den zweiten Teil der Checkliste noch lesen. Below the line, windows and doors, closed, beacon light, is on, thrust levers idle und parking brake is on, before start checklist completed. Dann warten wir jetzt, bis wir angehoben werden und dann sagt der Kollege uns, wenn wir bereit für den Pushback sind und dann schieben wir uns zurück und starten die Triebwerke. Wenn wir das Go zum Parkbremse lösen haben, machen wir die einmal auf off. Und damit haben wir auch das Go zum Triebwerkstart bekommen. Das ist im Airbus ein bisschen leichter mit dem Triebwerkstart im Vergleich, denn hier müssen wir nur einfach den Engine Start Switch einmal auf Ignition stellen. Dann geht hier unten die Engine Seite auf. Wir gucken einmal, dass wir genug Druck auf dem System haben. In dem Fall haben wir 28 PSI, sowohl rechts als auch links. Das ist mehr als ausreichend. Und dann können wir das Zweier Engine zuerst starten. Engine 2 Start. Und das Ganze läuft jetzt vollautomatisiert ab hier im Airbus. Eine sogenannte FADEC kümmert sich darum, eine Full Authority Digital Engine Control Unit. Und die sorgt für den Triebwerkstart. Als allererstes steigt unsere N2 ein. Dann sehen wir hier unten die Ignition A oder die Ignition B, die zündet. Dass gleichzeitig dann auch Sprit mit hinzugegeben wird, sehen wir hier oben am Fuel Flow. In dem Fall gerade 260 Kilogramm pro Stunde. Und dann sehen wir auch, wie die EGT nach der Zündung ansteigt, unsere Exhaust Gas Temperature und langsam auch die N1, also unsere vordere Welle vom Triebwerk. Sobald dann hier unten die Ignition ausgegangen ist, warten wir hier oben noch auf das Available Light und dann können wir auch das Einser-Triebwerk starten. Was man auch immer gerne macht, ist den Chrono, also die Stoppuhr beim Triebwerkstart mitlaufen zu lassen. Wichtig ist, dass unsere Ignition hier unten spätestens nach 2 Minuten ausgegangen ist. Ansonsten wäre es ein Fehlstart vom Triebwerk und wir müssten das abbrechen. In unserem Fall ist das aber okay. Triebwerk 2 läuft. Dann können wir auch das 1er Triebwerk starten. Engine 1 Start. Und lassen mal die Uhr probehalber mitlaufen. Auch hier sehen wir wieder, die N2 steigt an. Dann sollte hier unten jetzt die Ignition dazukommen. Ignition B in dem Fall. Und wenn dann auch Fuel Flow dazukommt, dann zündet das Triebwerk, die EGT steigt an. Und letztlich auch unsere N1. Wenn unser Pushback beendet ist, dann setzen wir die Parkbremse, dann kann nämlich der Pushback-Fahrer sich disconnecten. Wir gucken einmal, dass hier unten die Meldung Nose Wheel Steering Disconnect weg ist. Das wäre ansonsten nämlich fatal für den Start, beziehungsweise schon beim Losrollen fatal, weil wir nämlich keine Kontrolle über das Nose Wheel Steering hätten. Der Pushback-Fahrer oder der den Pushback begleitet, der schiebt so einen kleinen Pin unten ins Fahrwerk rein, dass eben die Hydraulik vom Nose Wheel Steering
während des Pushbacks abgenommen wird. Ansonsten würde der Pushback-Fahrer, der uns um die Kurve dreht, gegen unser Hydrauliksystem anarbeiten und das würde das beschädigen. Das Einsatztriebwerk läuft auch stabil, dann können wir mit dem After-Start-Flow weitermachen. Der Engine-Start-Switch geht zurück auf Normal, wir armen unsere Ground-Spoiler, drücken einmal auf den Rudder-Trim, dass der da auf Zero ist und setzen dann unsere Klappen für den Takeoff. Wir haben gesagt Config 1, wählen den Schalter also in die 1er-Position und dann gehen wir hier rüber und wollen unsere Trimmung setzen. Die lag so bei ungefähr 29%, also setzen wir hier nach dem passenden CG-Wert unsere Trimmung, müsste also ungefähr hier sein. Und das können wir jetzt auch mal vergleichen mit der Flight Control Page. Ah, ganz passt es nicht. So, jetzt haben wir einen Pitch Trim von 0,2 Down, passt also wunderbar. Dann kontrollieren wir noch gleich die Flight Controls mit. Full Up. Full Down. Neutral. Full Left. Full Right. Neutral. Rudder. Das Rudder müssen wir, bevor wir es testen, einmal vom Nose Wheel Steering ebenso trennen. Dafür drücken wir diesen Pedal Disconnect Knopf. Damit steuern wir quasi, wenn wir in unser Ruderpedal jetzt treten, nur noch wirklich das Seitenruder hinten und nicht mehr das Nose Wheel. Ansonsten könnt ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt das U-Grad auf der Stelle nach links und rechts drehen würden, mit dem ganzen Gewicht vom Flieger drauf, dann würde das die Reifen ziemlich schnell kaputt machen. Deswegen drückt man hier einmal Pedal Disconnect, trennt damit quasi das Seitenruder vom Nose Wheel Steering und kann dann einen Rudder Check machen. Full Left. Full Right. Neutral. Dann gucken wir noch einmal auf unseren Cockpit Oxygen auf der Door Page. 1800 PSI ist mehr als genug und der Status ist normal. Ein kurzer Nachtrag noch von neulich. Wir haben zum einen vergessen, unser GPWS zu testen. Das können wir jetzt gerne nochmal nachträglich machen. Müssen wir hier einmal auf den Knopf drücken, dann geht das System in einen Selbsttest. Und zum anderen haben wir vergessen, unsere Oxygen Masks zu testen. Das heißt, wir gucken hier einmal rein, drücken dafür auf das Knöpfchen hier. Dann hört ihr es zischen, hier oben geht so ein Lämpchen an. Das heißt, das funktioniert. Und das Ganze checken wir auch nochmal bei dem hinteren Gerät. Das wäre für eine eventuelle Person, die auf dem Jumpseat mitfliegt. Das wollte ich nur noch ganz kurz nachtragen. Ansonsten auch wieder dran denken, das Pedal Disconnect wieder zu entsperren. Ansonsten könnt ihr euren Flieger nicht steuern. Dann haben wir unseren After Start Flow fertig gemacht und darauf folgt die After Start Checklist. After Start, NTIs. Wir haben aktuell 20 Grad Außentemperatur, das NTIs ist also off. Die APU können wir auch ausmachen. ICAM Status ist gecheckt. Trim, 29% set and 0. Und Mobile is off, After Start Checklist completed. Dann würden wir jetzt Taxi requesten und dann geht es einmal hier vorne über den Inner Taxiway und dann wie besprochen hier hinten über Kilo und dann einmal über die Bahn zur Runway 32. Left Side ist clear, Right Side ist clear, das Runway Turnoff Light geht an, immer in Kombination mit dem Taxi Light. Wir lösen die Parkbremse und dann schieben wir ein bisschen Power rein, dass der Flieger losrollt und sobald wir dann merken, dass der Flieger rollt, machen wir einen kleinen Brake Check. Und bei diesem Brake Check wollen wir einmal testen, dass unser Alternate Braking System nicht anspringt. Der Airbus hat drei Hydrauliksysteme und unser normales Bremssystem läuft über das grüne Hydrauliksystem. Sollte die grüne Hydraulik mal ausfallen, könnten wir immer noch über unser Alternate Braking den Flieger bremsen. Das würde dann allerdings über das gelbe Hydrauliksystem laufen. Folglich, wenn alles im Flieger funktioniert, sollte das grüne Hydrauliksystem jetzt aktuell zuständig sein. Und wenn wir unseren Brake Check machen, gucken wir unten auf unseren Brake Pressure Indicator. Wir bremsen also mal und ihr seht, die Nadeln bewegen sich nicht. Wäre das gelbe Hydrauliksystem gerade am Arbeiten, würden diese Nadeln entsprechend ausschlagen. Wir bremsen also und wenn sich nichts bewegt, dann sagen wir Pressure Zero. Auf dem Weg zur Startbahn, wenn wir gerade einen freien Moment haben, können wir auch noch ein paar Knöpfe drücken. Einmal die Auto Brake auf Max stellen und einmal hier unten auf den Takeoff Config Knopf drücken, sodass wir hier keine blauen Items mehr stehen haben. Ansonsten rollen wir jetzt weiter zur Startbahn und ich würde sagen, das war genug für den zweiten Teil der Phoenix-Reihe. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Teil sehen wir uns dann an der Startbahn wieder, an der Runway 32, wenn wir hier in Zürich starten und dann gucken wir uns den Takeoff mal an und schauen uns an, wie wir bis zu unserer Reiseflughöhe hochkommen. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne auch mal in einem meiner Twitch-Livestreams vorbei. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die da nämlich direkt stellen und ich kann sie euch sozusagen live, face-to-face, direkt beantworten.
Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und always happy landings.